Meine sehr geehrten Damen und Herren, die zur Vorstellung meines Buches Behandlung empfohlen, NS-Medizinverbrechen an Kindern und Jugendlichen in Stuttgart, begrüße ich Sie herzlich. Es hat ja in der jüngsten Zeit unterschiedliche Meinungen über eine Gedenktafel am Gebäude des ehemaligen städtischen Kinderkrankenhauses Stuttgart gegeben, die der Arbeitskreis Euthanasie der Stuttgarter Stolperstein-Initiativen vorschlug. Diese Auseinandersetzung ist noch nicht abgeschlossen, es wird aber Gespräche geben. Ich möchte zunächst das Einleitungskapitel meines Buches vorlesen, in dem kurz zusammengefasst das Buchthema dargestellt wird. Lange wurde geleugnet und verdrängt, dass es während der NS-Zeit in Stuttgart eine sogenannte Kinderfachabteilung zur Ermordung von Kindern mit einer Missbildung oder Behinderung gab, im ehemaligen städtischen Kinderkrankenhaus. Obwohl bereits im Jahr 1985 Wolfgang Christian Schneider feststellte, in Stuttgart gab es drei Stellen, die an der Kindereuthanasie mitarbeiteten. Zum ersten das städtische Gesundheitsamt, zweitens das württembergische Innenministerium. Die dritte Stelle, die in Stuttgart mit der Kindereuthanasie zu tun hat, ist das Stuttgarter städtische Kinderheim in der Thürnenstraße 36 unter der Leitung von Dr. Karl Lenn. Dort besteht eine der 30 sogenannten Kinderfachabteilungen, in denen die Morde im Rahmen der Kindereuthanasie auf Anweisung des Reichsausschusses vollzogen werden. Zitat Ende. Gemäß der nationalsozialistischen Erb- und Rassenpflege stuften Ärzte im Dritten Reich Kinder und Jugendliche mit Missbildungen oder Behinderungen als lebensunwerte Ballastexistenzen ein und entfernten sie aus dem sogenannten Volkskörper durch geheim ablaufende, staatlich organisierte Ermordung. Die Organisatoren dieses Verbrechens sprachen nicht von Tötung, sie benutzten die euphemistische Bezeichnung Behandlung. Als Mitwisser, Helfer, Schreibtischtäter oder Täter waren dabei Hebammen, niedergelassene Ärzte, Kinderärzte, Klinikärzte, Anstaltsärzte, Amtsärzte in Gesundheitsämtern und Medizinalbeamte in Ministerien beteiligt. Die laxe Entlassungspraxis im öffentlichen Gesundheitswesen nach dem Krieg, meint Heike Drummer, resultierte vermutlich aus der Vorstellung, dass das Gesundheitspersonal überwiegend bürokratisch tätig geworden und somit an Eingriffen in die körperliche Integrität des Menschen und an Tötungen nicht unmittelbar beteiligt war. Das Ausmaß medizinischer Verbrechen, für die gerade jene Schreibtischtäter Mitverantwortung trugen, wurde erst viel später erkannt und ist für den Bereich des kommunalen Gesundheitswesens bis heute unzureichend aufgearbeitet. In wissenschaftlichen Publikationen der jüngeren Zeit über die NS-Kindereuthanasie haben verschiedene Autoren auch genau was über die Kinderfachabteilung Stuttgart berichtet. Im April 2013 wurde für das im städtischen Kinderkrankenhaus Stuttgart ermordete Kind Gerda Metzger vor dem ehemaligen Klinikeingang ein Stolperstein von dem Kölner Künstler Gunter Demnig verlegt. Stuttgart als Ort einer Kinderfachabteilung zeigen die beiden Wanderausstellungen über NS-Medizinverbrechen. Im Gedenken der Kinder, die Kinderärzte und die Verbrechen an Kindern in der NS-Zeit und erfasst, verfolgt, vernichtet kranke und behinderte Menschen im Nationalsozialismus. Die erstere der beiden Ausstellungen konnte im November 2013 im Rathaus der Landeshauptstadt Stuttgart gezeigt werden. Die letztere war von März bis Juli 2014 in der Stiftung Topographie des Terrors in Berlin zu sehen. Erst in den letzten Jahren wurde untersucht, wie viele Stuttgarter Kinder und Jugendliche zusammen mit erwachsenen Heimbewohnern in Gasbordanstalten getötet wurden. Dass in Stuttgart nicht nur Erwachsene zwangssterilisiert wurden, sondern auch viele Minderjährige und dass vom NS-Staat als unerwünscht angesehene ungeborene Kinder hier abgetrieben wurden, war bisher kaum bekannt. Auch nicht, dass Kinder von Zwangsarbeiterinnen unter den Kindereuthanasieopfern in Stuttgart sind und dass Stuttgarter Kinder als medizinische Forschungsobjekte missbraucht wurden. Im Buch werden diese bisher wenig erforschten NS-Medizinverbrechen an Stuttgarter Kindern und Jugendlichen dargestellt. Wer waren die Täter? Was weiß man über die Opfer? Was lässt sich nachweisen? Was wurde vertuscht?
Alles erforscht, fragte Susanne Wein im Jahr 2013 den Nationalsozialismus in Württemberg und Hohenzollern betreffend und erklärt, warum weiterhin geforscht werden muss. Zum einen besteht Bedarf an weiteren lokalen Forschungen, zum anderen sind anhaltende öffentliche Auseinandersetzungen um das Erbe der NS-Zeit auf lokaler Ebene notwendig, da sie für die geschichtspolitische Aufarbeitung einen positiven Effekt haben. Soweit das Einleitungskapitel. Warum schrieb ich dieses Buch? Gab es für meine Recherchen eine Auslösung? Während meiner ärztlichen Tätigkeit im Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Stuttgart von 1987 bis 2011 geschah etwas, das mit den gegenwärtigen Auseinandersetzungen durchaus vergleichbar ist. Ich zitiere aus dem Buch. Wie die NS-Vergangenheit des Gesundheitsamts der Landeshauptstadt Stuttgart noch viele Jahre nach dem Krieg in einer offiziellen Veröffentlichung der Stadt Stuttgart verdrängt und verharmlost wurde, zeigt folgender Vorgang. Anfang Dezember 1993 war das städtische Gesundheitsamt von der Hohestraße 28 in die Bismarckstraße 3 umgezogen, in das frei gewordene Gebäude der ehemaligen städtischen Frauenklinik. Aus diesem Anlass brachte das Amtsblatt der Stadt Stuttgart am 2. Dezember 1993 eine Sonderdruckbeilage über das Gesundheitsamt heraus. In einem geschichtlichen Abriss darin, unter dem Titel »Das Stuttgarter Gesundheitsamt im 20. Jahrhundert« ist unter der Rubrik »Leitende Ärztinnen und Ärzte« in dem Zeitraum 1938 bis 1945 Professor Dr. Walter Salek aufgeführt. Dass dieser Mitglied der SS war, wird nicht erwähnt. Auch nicht, dass er 1946 von der amerikanischen Militärregierung seines Amts enthoben wurde. Als herausragende Aufgaben ihrer, der leitenden Ärztinnen und Ärzte, Zeit wird bei Salek lapidar Erb- und Rassenpflege genannt. Dieser abstrusen Feststellung wurde gewissermaßen als Erläuterung ein kurzer Text nachgestellt, der dem Stuttgarter Gesundheitsamt und den damals verantwortlichen Ärzten eine unbedeutende passive Rolle im Dritten Reich bescheinigt. Der Nationalsozialismus ist auch am öffentlichen Gesundheitsdienst nicht spurlos vorübergegangen. Es ist den beamteten Ärzten auch im Stuttgarter Gesundheitsamt nicht gelungen, sich den menschenverachtenden nationalsozialistischen Zielen zu versagen. Hierzu gehörte die Erbgesundheitspflege. Es sollte aber nicht unerwähnt bleiben, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Amtes in den Kriegsjahren und in den Nachkriegsjahren wesentliche humanitäre Hilfe geleistet haben. Zitat Ende. Mit der Aussage des letzten Satzes sollte wohl die zuvor erwähnte inhumane Erb- und Rassenpflege relativiert werden. In einem Brief an das Presse- und Informationsamt der Landeshauptstadt Stuttgart schrieb dazu am 3. Dezember 1993 Herr Thomas C. aus Stuttgart: Mit sehr viel Verwunderung habe ich die Amtsblattbeilage der oben genannten Ausgabe betrachtet. Nach meiner Auffassung muss die Tätigkeit von Ärzten während des Nationalsozialismus sehr gründlich untersucht und beschrieben werden. Hier ist es mit einer kurzen Formulierung, dass es den beamteten Ärzten nicht möglich war, sich den menschenverachtenden nationalsozialistischen Zielen zu versagen, nicht getan. Warum konnten sich die Ärzte nicht versagen? Und wie intensiv hat jeder dieser Mediziner an nationalsozialistischen Zielen mitgearbeitet? Als eine erschreckende Verfehlung ihrerseits empfinde ich es jedoch, wenn sie unter der Zeile herausragende Aufgaben die Erb- und Rassenpflege benennen. Hier muss ich an dieser Stelle fragen, welche Position Sie zur Erb- und Rassenpflege einnehmen, wenn Sie diese als hervorragende Aufgabe würdigen. Ein weißer Fleck wäre mir an dieser Stelle lieber gewesen. Die Amtsblattbeilage löste auch im Bezirksbeirat Stuttgart Botnang Empörung aus, wie die Niederschrift über die Verhandlung des Bezirksbeirats Botnang vom 7. Dezember 1993 zeigt. Außerhalb der Tagesordnung spricht stellvertretender Bezirksbeirat Abt die Grünen, ich betone die Grünen, die Beilage zum Amtsblatt Nummer 48 an, wobei er auf die zweite Rubrik herausragende Aufgaben ihrer Zeit eingeht und seiner Verwunderung darüber Ausdruck verleiht, dass die Erb- und Rassenpflege als herausragende Aufgabe bezeichnet werde. Zitat Ende. Dieser Vorgang hat mich stutzig gemacht und ich begann mich etwas später mit der NS-Vergangenheit zu beschäftigen.
Es folgt nun eine PowerPoint-Präsentation, in der ich aus aktuellem Anlass auf die NS-Kinder-Euthanasie in Stuttgart eingehe. Es gab im Dritten Reich ein besonderes Verfahren, das sogenannte Reichsausschussverfahren, zur Ermordung von Kindern mit einer Missbildung oder Behinderung. Betroffen waren ab 1939 Kinder bis zum Alter von 3, ab 1941 bis zum Alter von 16 Jahren. Die Opfer waren außer Neugeborenen in einer Klinik hauptsächlich Kinder, die nicht in einem Heim untergebracht waren, sondern zu Hause von ihren Eltern versorgt wurden. Die Kinder wurden in eine sogenannte Kinderfachabteilung eingewiesen. Dort wurden die Kinder von Ärzten mit dem Medikament Nominal oder anderen Schlafmitteln in Überdosis, Tabletten oder Spritzen, getötet. Das Verfahren war streng geheim, Eltern wurden mit falschen Versprechungen getäuscht, Dokumente wurden gefälscht. Das Verfahren wurde von 1939 bis zum Kriegsende 1945 praktiziert. Circa 5000 Kinder wurden ermordet. Am 18.08.1939 versandte der Reichsinnenminister an alle Landesregierungen im Reich einen Erlass mit einer Meldepflicht für missgestaltete und so weiter Neugeborene. Da heißt es, zur Klärung wissenschaftlicher Fragen auf den Gebieten der angeborenen Missbildung und der geistigen Unterentwicklung ist eine möglichst frühzeitige Erfassung der einschlägigen Fälle notwendig. Das ist natürlich eine komplette Lüge gewesen. Ich ordne daher an, dass die Hebamme, die bei der Geburt eines Kindes Beistand geleistet hat, eine Meldung an das für den Geburtsort des Kindes zuständige Gesundheitsamt nach beifolgendem, bei den Gesundheitsämtern vorrangig gehaltenen Formblatt zu erstatten hat, falls das neugeborene Kind verdächtigt ist, mit folgenden schweren angeborenen Leiden behaftet zu sein. Idiotie sowie Mongolismus, also Down-Syndrom, Mikrozephalie, das ist Kleinheit des Kopfes, Hydrocephalus, Wasserkopf, Missbildungen jeder Art, besonders Fällen von Gliedmaßen, Lähmungen einschließlich Littlescher Erkrankung, das sind spastische Lähmungen. Weiter heißt es, ferner sind von allen Ärzten zu melden Kinder, die mit einem der genannten Leiden behaftet sind und das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, falls den Ärzten die Kinder in Ausübung ihrer Berufstätigkeit bekannt werden. Die Organisationszentrale für diese Kindereuthanasie war in der Kanzlei des Führers in Berlin. Und zwar war sie nur unter einer TAN-Adresse zu erreichen, unter einem Postschließfach, das nicht jeder wusste. Nur die Eingeweihten und die Organisationszentrale nannte sich hochtrabend Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden. Das war auch fake. Und die Kindereuthanasie war so organisiert. Die Gesundheitsämter, manchmal über die Innenministerien, wie hier zum Beispiel in Stuttgart, die nahmen die Meldungen von Ärzten oder Hebammen entgegen und sandten die an diesen Reichsausschuss, von dem gerade die Rede war. Der Geschäftsführer, der für den ersten verkehrte, war Dr. Hans Hefelmann. Das war kein Mediziner, sondern ein Landwirt. Und der schickte dann, oder sein Stellvertreter, Richard von Egener, ein Bankkaufmann, die schickten dann diese Meldebogen weiter an drei Gutachter, die in Leipzig, Görden, in Brandenburg und Berlin waren, zwei Kinderärzte und ein weiterer Arzt. Und die begutachteten diesen Meldebogen nur Papieren, also ohne die Kinder je gesehen zu haben. Und ein Kreuzchen auf diesem Bogen bedeutete, wir schlagen die Tötung, also Euthanasie des Kindes vor. Es gab gelegentlich auch Fälle, wo eine Beobachtung angeordnet wurde und dann wiederum eine Begutachtung. Und die sandten dann dieses Gutachten zurück an den Reichsausschuss und der ordnete in einem Schreiben an, dass das betreffende Gesundheitsamt das begutachtete Kind in eine sogenannte Kinderfachabteilung einweisen sollte. Und meistens haben sogar die Eltern dieses Kind dorthin gebracht. Und diese Kinderfachabteilungen hatten nichts mit einer fachlichen Qualifikation zu tun. Es waren praktisch die Tötungsanstalten für die Kinder.
Es gab über 30 solche Kinderfachabteilungen, wie das schon gesagt wurde, und auch eine in Stuttgart. In Stuttgart ging das Ganze dann los Ende 1942. Es gibt eine Aktennotiz des württembergischen Innenministeriums, da steht, die Herren Dr. Hefelmann und von Hegener von der Kanzlei des Führers kamen am 18. November 1942 hierher und es wurde vormittags mit Ministerialrat Dr. Stähle und Obermedizinalrat Dr. Maute vom Innenministerium die Einrichtung einer Kinderfachabteilung für die Behandlung erb- und anlagebedingter schwerer Leiden besprochen. Man kam überein, dass eine solche Abteilung bei den städtischen Kinderheimen in Stuttgart einzurichten sei. Stähle schrieb dann an den Reichsausschuss als geheime Reichssache, Obermedizinalrat Dr. Lemm vom städtischen Gesundheitsamt Stuttgart und Leiter der städtischen Kinderheime in Stuttgart ist bereit, Kinder mit erb- und anlagebedingten schweren Leiden zur Beobachtung und entsprechenden Behandlung in seine Kinderheime aufzunehmen. Er schlägt vor, diese Kinder je nach Art, Alter und Art ihres Leidens in eines der verschiedenen Heime verteilt aufzunehmen. Es gab mehrere Dependancen, Gebäude der Klinik über die ganze Stadt verstreut. Die Beobachtung und Behandlung würde von Dr. Lemm und seiner als durchaus zuverlässig bezeichneten Assistenzärztin Dr. Schütte übernommen werden. Die Frau Schütte, die wurde dann Anfang 1943 zur Oberärztin und zur Reichsausschussärztin befördert. Weiter bittet Dr. Lemm aus Sicherungsgründen darum, ihm nur aus Württemberg und Hohenzollern Kinder zuzuweisen. Auch dies muss ich als durchaus berechtigt anerkennen. Der Reichsausschuss antwortete Stähle, dankte für das Schreiben und sagte, Dr. Lemm und seine Assistenzärztin Dr. Schütte sollten bei passender Gelegenheit einmal nach Berlin kommen, damit sie in der Reichsschulstation Görden durch Dr. Heinze in die Art der Durchführung der betreffenden Aufgabe eingeführt werden können. In dieser Reichsschulstation Görden, dort war auch eine Kinderfachabteilung, wurden die Ärzte, die sich bereit erklärt hatten, zur Kindereuthanasie geschult und machten sozusagen einen Lehrgang durch, wie sie diese Kinder umbringen konnten. Außerdem gibt es ein Schreiben der Oberärztin Schütte oder damals noch Assistenzärztin an den Oberarzt Dr. Schmidt von der Kinderfachabteilung Eichberg im Rheinland. Dort heißt es, nach Rücksprache mit Herrn Hegener von Hegener in Berlin möchte ich im Auftrag meines Chefs, Herrn Obermedizinalrats Dr. Lemm, Ihre Anstalt wenn möglich besichtigen und Ihre Behandlungsmethoden kennenlernen. Also auch eine eindeutige, verschwiebelte Äußerung. Sie wollten sehen, was die da mit den Kindern machen. Das war eine der größten Tötungsanstalten in Eichberg. Und es kamen dort allein 39 Stuttgarter Kinder um. Das ist das Kinderkrankenhaus, das städtische Kinderkrankenhaus, heute an der Thürenstraße, früher Birkenwaldstraße. Dr. Lemm. Seine Ärztin, Oberärztin Magdalene Schütte. Es gibt zwei Schreiben von der Ärztin Schütte an das Kriminaltechnische Institut der Sicherheitspolizei beim Reichskriminalpolizeiamt. Mit dem verkehrt nicht jeder Arzt. Und da heißt es, von der jetzt Oberärztin Schütte hier unterschrieben, wir erhielten am 30.06.1943, also kurz nachdem eben das begann mit der Kindereuthanasie in Stuttgart, von Ihnen im Auftrag des Reichsausschusses zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden Berlin, unter anderem verschiedene Medikamente, und die wollte sie eintauschen gegen Luminal in Lösung, und weil das geschickter für sie zum Arbeiten ist, wenn das nicht erst aufgelöst werden musste. Den seitherigen Bedarf deckten wir aus unserer eigenen Apotheke, da gibt sie indirekt zu, dass sie Kindereuthanasie betrieben hatte. Nun zu einigen Opfern, aus denen hervorgeht, die Schreiben aus den Dokumenten, aus denen hervorgeht, was da stattfand. Hier ein Schreiben des Reichsausschusses vom Juli 1944 und über ein Kind, Peter W.,
das dann in ein Kinderheim in Waiblingen gebracht wurde. Und dort heißt es, bei dem oben genannten Kind besteht eine schwere Idiotie, die man nicht behandeln kann, sodass die Gutachter des Reichsausschusses eine Behandlung empfohlen haben. Ich bitte daher zunächst, dass das Kind möglichst bald entweder den städtischen Kinderheimen und Krankenhaus Stuttgarter Birkenwaldstraße oder der Kinderfachabteilung bei der Landesheilanstalt Eichberg im Rheingau zugeführt wird und bitte mir nach Vollzug kurz Mitteilung zu machen. Also hier werden zwei praktisch Kinderfachabteilungen Eichberg und Stuttgart gleichgestellt und Stelle hatte die Wahl zwischen beiden, wo er das Kind hinschicken wollte. Hier gibt es einen Brief des Reichsausschusses an den Leiter des Arbeitsamtes Neustadt-Schwarzwald. Betrifft Arbeitseinsatz der Frau aus Hinterzarten. Und was hat es da? Sie versuchten eben, Frauen, vor allem Alleinstehende oder wo der Mann bei der Wehrmacht war, und unter Druck zu setzen, dass ihr behindertes Kind abgaben in eine Kinderfachabteilung und dann in den Arbeitsprozess einbezogen werden konnten. Hier heißt es, der Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von Erb- und anlagebedingten schweren Leiden ist bei Kriegsbeginn vom Herrn Reichsminister des Innern beauftragt worden, Kinder mit bestimmten schweren Krankheitszuständen unter Zuhilfenahme des zuständigen Gesundheitsamtes in Kinderfachabteilungen des Reichsausschusses bei einer Reihe ausgesuchter Anstalten zum Zwecke, wieder die Lüge, bestmöglicher Pflege und Therapie einzuweisen. Nachdem hin und wieder unverständige Eltern eine Einweisung ihres schwerkranken Kindes in eine Anstalt abgelehnt haben, hat der Herr Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz auf Anfrage des Herrn Reichsministers des Innern grundsätzlich erklärt, dass die Pflege eines solchen kranken Kindes nicht als Grund für die Zurückstellung der Mutter vom Arbeitseinsatz gelten könnte. Also die werden unter Druck gesetzt. Und dann heißt es hier, vor einiger Zeit ist nun einer Frau aus Hinterzarten seitens des Reichsausschusses die Möglichkeit zur Aufnahme ihres Kindes in die, und heißt jetzt wörtlich, Kinderfachabteilung bei dem städtischen Kinderkrankenhaus und Kinderheim Stuttgart, Birkenwaldstraße 10, geboten worden. Sie hat die Einweisung trotz entsprechenden Hinweises des zuständigen Gesundheitsamtes abgelehnt, möglicherweise um sich einem Arbeitseinsatz zu entziehen. Ich verstehe nicht, dass von verschiedener Seite in der letzten Zeit gesagt wurde, es gibt keine Beweise, es gibt nur Hinweise. Also ich halte das für einen Beweis hier, dass es in Stuttgart eine Kinderfachabteilung gab. Es gibt noch andere Schreiben. Und in dem Schreiben hier heißt es dann weiter, ich teile Ihnen dies mit dem Anheimstellen mit, die genannte Frau in Arbeit zu vermitteln, sofern für die bisherige Nichtbeschäftigung die Pflege des kranken Kindes ausschlaggebend war. In diesem Falle bitte ich um kurze Unterrichtung. Und das ging, wie man hier sieht, an Obermedizinalrat Dr. Lemm in Stuttgart. In ganz seltenen Fällen kam es vor, dass Eltern, die ein behindertes Kind hatten, wollten, dass dieses Kind sozusagen beseitigt wurde. Das gab es aber nur ganz, ganz wenige Fälle. Und hier ist so ein Fall. Und dieses Kind ist tatsächlich auch nachgewiesen mit Luminal behandelt worden, in Anführungszeichen. Und auch hier in dieser Kinderfachabteilung Stuttgart gestorben. Und hier heißt es, wie aus dem beigelegten amtsärztlichen Zeugnis hervorgeht, leider das am 17. März 1944 geborene Kind des Kurt P. an einer schweren Missbildung. Neben den Fällen beider Augen weist auch der Schädel eine schwere Abflachung und Missbildung auf, sodass mit Bestimmtheit anzunehmen ist, dass dieses Kind geistig keine normale Entwicklung wird erreichen können. Beide Eltern erklären sich damit einverstanden, dass das Kind von seinem Leiden erlöst wird. Der Vater, Ehrenzeichenträger der Partei und Leutnant der Reserve an der Front, hat mich heute dieser halb aufgesucht. Ich habe veranlasst, dass das Kind in die städtischen Kinderheime Stuttgart, Obermedizinalrat Dr. Lemm, aufgenommen wird und bitte namens der Eltern um ihre möglichst baldige Entscheidung. Eigenartig ist, wie das Antwortschreiben dann vom Reichsausschuss an Stähle lautet, das muss ich noch zitieren, ich bestätige den Empfang Ihres Schreibens vom 13.04.1944 und teile Ihnen dazu mit, dass ich es sehr begrüße, wenn das Kind, dessen Vorname nicht angegeben wurde, möglichst bald den städtischen Kinderheimen Stuttgart-Birkenwaldstraße 10 zugeführt wird. Da Sie persönlich diesen Fall bereits bearbeitet haben, sehe ich von dem üblichen Formbrief
betreffend Einweisung über den Amtsarzt in diesem Fall ab. Der Fall liegt insofern nicht ganz leicht, als wie Sie mitteilen, die Kindeseltern um eine entsprechende Behandlung gebeten haben, die ihnen selbstverständlich im Hinblick auf die bestehenden Gesetze verweigert werden muss. Ich bezweifle nicht, dass Sie die Kindeseltern in diesem Sinne unterrichtet haben, da bekanntlich keinesfalls zugegeben werden darf, dass staatlicherseits entsprechende Maßnahmen betrieben werden. Im Anschluss werde ich und noch andere Personen über zwei Fälle sprechen oder vorlesen. Einmal hier das Kind Gerda Metzger, das in der Kinderfachabteilung Stuttgart getötet wurde. Das Kind stammte aus Flacht bei Leonberg. Das hier ist seine Mutter, Gerda Metzger, und die hat einen Bericht darüber gemacht. Und dann noch über das Kind Renate B., hier mit seiner Mutter, hier in Stuttgart aufgenommen. Und dieses Kind kam in die Kinderfachabteilung Eichberg und hat ein sehr bewegendes Schicksal durchgemacht, das wir nachher schildern. Als im November 2011 die Initiative Stolperstein Stuttgart-Vaihingen den ersten Stolperstein in Stuttgart für ein Opfer der Kindereuthanasie verlegte, gab ich darüber im Südwestrundfunk ein Telefoninterview, worauf etwas Einmaliges geschah. Eine fast unglaubliche Geschichte traf per E-Mail beim Arbeitskreis Euthanasie der Stuttgarter Stolperstein-Initiativen ein, aufgeschrieben von Matthias Herbert Enneper, einem Masseur, der in Weisach bei Leonberg gearbeitet hatte. Herr Enneper aus Friolzheim wird nun seine damalige Mitteilung vorlesen. Ich lese gerade die E-Mail so, wie es Dr. Marker damals geschrieben hat, vor. Ich habe von der Aktion Stolperstein heute im Radio gehört und will Ihnen schreiben. Kurz vor Ihrem Tod hat mir eine Frau, Bertha Metzger, die ich in meinem Beruf als Masseur behandelt habe, ihre Lebensgeschichte erzählt. Wie sie als junge Frau in den Jahren des Krieges, in denen sie alleine mit ihrer kleinen Tochter, weil ihr Mann im Krieg war, in Flacht lebte. In Flacht bei Leonberg. Ihre kleine Tochter war nach ihrer Aussage leicht geistig und körperlich behindert. Sie war aber doch wiederum so gut beieinander, dass sie ihrer Mutter und den nahe beiwohnenden Großeltern trotz ihres Alters bei der Haus- und Feldarbeit mithelfen konnte. Die Leute aus Flacht sagten aber immer zu ihr, dass du die bei dir lässt, das darf man nicht, du wirst schon noch sehen. An einem Tag, die Tochter war gerade so 6 Jahre alt geworden, kam ein Spezialarzt zu der Familie nach Hause, der sich das Mädchen in einem Zimmer des Hauses alleine, da die Mutter nicht dabei sein durfte, zur Untersuchung vornahm. Die Mutter hörte das Kind drinnen schreien, durfte aber nicht zu ihr hinein, weil ihr der Fahrer des Arztes den Eintritt ins Zimmer mit Gewalt versperrte. Nach der Untersuchung, in der sie das Kind nackt vorfand, fand sie ihre Tochter völlig verstört in einer Ecke des Zimmers sitzen. Als sie fragte, was der Arzt denn gemacht habe bzw. untersucht, bekam sie zur Antwort, sie solle ihr Maul halten und sich von ihr verabschieden, da er, weil ihre Tochter sehr krank sei, sie mitnehmen müsste in eine Spezialklinik nach Stuttgart. Als sie sich schnell anschicken wollte, ein paar notwendige Sachen wie Wäsche und so weiter für ihre Tochter zusammenzupacken, zog der Arzt mit dem Fahrer zusammen das Mädchen die Treppe hinunter und ins Auto und so fuhren sie davon, ohne ihr zu sagen, in welche Klinik sie die Kleine bringen würden. Sie sagte mir, sie sei total verzweifelt, aber auch geschockt gewesen und hatte nur noch einen Gedanken, ihrer Tochter etwas Wäsche zu bringen und sie vor allem noch einmal wiederzusehen. So machte sie sich noch am Abend zu Fuß auf den Weg in das ca. 35 Kilometer entfernte Stuttgart, wo sie am nächsten Morgen nach strammem Marsch ankam. Dort fragte sie sich durch und bekam dann von einem Mann in Uniform, dem sie in ihren verzweifelten Fragen, wo Leid tat, die Klinik gezeigt, wo man solche Kinder behandeln würde. Sie wusste aber nicht mehr, wo die Klinik in Stuttgart war. Als sie dort ankam, wollte man sie, obwohl man ihr bestätigte, dass ihre Tochter da sei,
nicht zu ihr lassen. Da sie aber sehr resolut war, ein großes Theater vor der Tür machte, sodass alle Leute auf der Straße stehen blieben, nach oben durfte, kam sie zu ihrer Tochter in ein kleines Zimmer. Sie fand dort ihre Tochter in einem völlig apathischen Zustand vor, so dass sie auf keinerlei Ansprache oder Liebkosung der Mutter reagierte. Dann kam eine Schwester ins Zimmer, die sie anherrschte, sie solle jetzt endlich gehen, sie sähe doch, dass ihre Tochter sehr krank wäre und jetzt ihre Ruhe bräuchte. Auf ihre Frage, ob sie morgen wieder zu Besuch kommen dürfte, stieß sie die Krankenschwester vor das Zimmer mit den Worten, ja, wenn sie dann noch lebt. Verzweifelt ließ sie sich abwimmeln, blieb aber in Stuttgart, wo sie sich in der Nacht auf den Straßen aufhielt, um ihre Tochter am nächsten Morgen wieder zu besuchen. Als sie in der Klinik am nächsten Morgen wieder um die Besuchserlaubnis bat, schickte man sie weg mit dem Bescheid, ihre Tochter sei heute Nacht an einer ansteckenden Krankheit verstorben und sie könne auch ihre tote Tochter nicht mehr sehen, da man sie weggebracht hätte, um sie einzuäschen. So ging sie nach Hause. Wenn sie dieses Erlebnis in Stuttgart den Leuten aus ihrem Heimatort Flacht erzählen wollte, sagten sie zu ihr, sie solle nichts darüber schwätzen. So sei das halt. Und sie sei halt doch auch arg krank gewesen. Ich wollte ihnen dieses Schicksal einfach so schreiben, da sie ja in ihrem Interview sagten, dass sie Leute suchten, die noch etwas wüssten. Mit freundlichen Grüßen. Ich will noch ergänzen, ich konnte dem Absender der E-Mail, Herrn Elefer, sofort mitteilen, dass ich bei meinen Recherchen in Sterbedokumenten des Städtischen Kinderkrankenhauses Stuttgart auf einen sehr wahrscheinlichen Kindereuthanasiefall aus Flacht gestoßen bin, von dem ihr Name und Wohnadresse bekannt sind. Das betreffende Kind Gerda Metzger, das nachweislich im Städtischen Kinderkrankenhaus in Stuttgart ums Leben kam, war identisch mit dem Mädchen in Herrn Ennepers Bericht, dessen Namen er nicht Jetzt kommt der zweite Fall noch. Renate B., ein sogenanntes Forschungskind aus Stuttgart. Die siebenjährige Renate B. wurde am 10. August 1944 vom Städtischen Gesundheitsamt Stuttgart mit der fragwürdigen Krankheitsdiagnose Idiotie in die Kinderfachabteilung Eichberg im Rheinland eingewiesen. Außer an einer Gehirnstörung litt sie an einer angeborenen Augenerkrankung. Sie konnte nicht sprechen und nur sehr schlecht sehen. Die Mutter, Frau Lydia B., hatte man im Stuttgarter Gesundheitsamt gesagt, dass ihr Kind einer Operation unterzogen werden sollte, die zur Heilung seiner Behinderung führen könne. In dem Glauben, dass ihr Kind durch eine Operation gesund wird, hatte die Mutter der Anordnung des Gesundheitsamts zugestimmt und das Kind nach dem Eichberg gebracht. Am 24. August 1944 wurde Renate B. von der Kinderfachabteilung Eichberg in die Kinderabteilung der Psychiatrisch-Neurologischen Universitätsklinik Heidelberg verlegt, um in der dortigen Forschungsabteilung bestimmte spezialärztliche Untersuchungen über sich ergehen zu lassen. Die Ärzte dieser Abteilung waren an der Erforschung ihrer Gehirnerkrankung interessiert, vor und nach der beabsichtigten Ermordung. Die Forschungsabteilung der Psychiatrisch-Neurologischen Universitätsklinik Heidelberg bestand von 1943 bis 1945. Sie war von dem Heidelberger Psychiater Professor Dr. Karl Schneider eingerichtet worden. Er war an der Vorbereitung und Durchführung der NS-Euthanasie maßgeblich beteiligt und war Obergutachter bei der Aktion T4. Schneider interessierte sich vor allem für schwachsinnige Kinder. Er suchte nach Kriterien für die Unterscheidung zwischen angeborenem und erworbenem Schwachsinn. Schneiders Forschungsarbeiten
in Anführungszeichen, wurden hauptsächlich von den Psychiatern Dr. Julius Deussen, Dr. Friedrich Georg Schmieder und Dr. Karl Friedrich Wendt sowie dem Neuropathologen Dr. Hans-Joachim Rauch durchgeführt. In einem Brief Deussens, der das Forschungsprogramm koordinierte, vom 27. September 1944 an den Direktor Schmidt in Eichberg steht: Im Nachtrag zu meinem letzten Schreiben erlaube ich mir, Ihnen die Liste der von uns untersuchten Kinder in Doppelausführung nochmals vorzulegen, und zwar mit den Angaben, die Sie Herrn Dr. Rauch bei dessen Besuch gemacht haben. Würden Sie die Liebenswürdigkeit haben, mir mitzuteilen, wann die herausgenommenen Gehirne hierher nach Heidelberg gesandt wurden? Rauch machte nach dem Krieg als Gerichtsgutachter Karriere, unter anderem für die Bundesanwaltschaft 1983 im Terroristenprozess gegen die RAF. Der Tod der in Heidelberg untersuchten Kinder war von vornherein eingeplant. Von Deussen und seinem Personal ist dokumentiert, dass sie wiederholt Kinder auf den Eichberg brachten und planten, auf dem Rückweg die konservierten Gehirne mitzunehmen. Am 26. August 1944 schrieb Deussen von der Forschungsabteilung der psychiatrisch-neurologischen Universitätsklinik Heidelberg an Frau Lydia B. Sehr geehrte Frau B., wir teilen Ihnen mit, dass wir Ihr Kind Renate am 23.08. zu einer kurzen spezialärztlichen Untersuchung von der Landesheilanstalt Eichberg hier aufgenommen haben. Ihrem Kind geht es dem Zustand entsprechend gut. Wir bitten Sie nun, uns möglichst bald aufzusuchen. Ihr Kind können Sie bei dieser Gelegenheit besuchen. Fahrtkosten werden Ihnen von uns vergütet. Wir legen Ihnen außerdem eine Bescheinigung für die Reichsbank bei. Heil Hitler, Dr. Deussen. Dass ihr Kind an der psychiatrisch-neurologischen Klinik Heidelberg untersucht wurde, gab Renates Mutter am 2. August 1984 für das Landeskriminalamt Baden-Württemberg zu Protokoll. Habe sie aus dem vorgenannten Schreiben von Dr. Deussen erfahren, wie auch später festgestellt. Ihre Tochter hatte an der Wirbelsäule einige blaue Male, die offenbar von Nadeleinstichen herrührten. Frau B. besuchte ihre Tochter in Heidelberg im September 1944. Darüber berichtete sie 1984. Diese Aussage wird nun von Frau Hede Beck, Schauspielerin, Regisseurin und Sprecherin beim Südwestrundfunk, vorgetragen. Kurz nach Erhalt des Schreibens von Dr. Deussen bin ich nach Heidelberg gefahren. Mit mir fuhren meine Schwester Else B. sowie meine damals vierjährige Nichte. In der BNK Heidelberg, Vossstraße 4, wurden wir an der Pforte von Dr. Deussen in Empfang genommen, nachdem wir telefonisch angemeldet worden waren. Er ging mit uns sofort zu meiner Tochter Renate, weil er, wie er mir erklärte, die Reaktion meiner Tochter bei meinem Erscheinen feststellen wollte. Wir wurden im Erdgeschoss durch mehrere Gänge in ein kleines Zimmer geführt, in dem nur ein Stuhl und ein Tisch standen. Nach einer Wartezeit wurde meine Tochter von einer Ordensschwester in das Zimmer geführt. Meine Tochter hat auf mich fast nicht reagiert. Ich war fassungslos, wie abgemagert und apathisch mein Kind war. Ich nahm meine Tochter in den Arm und heulte los. Ich rief: Was habt ihr mit meinem Kind gemacht? Das ist mein Kind gar nicht mehr. Dr. Deussen sagte daraufhin, er habe ja das Kind nicht gekannt, wie ich es in die Anstalt Eichberg gebracht hätte. Ich habe in meiner Erregung weiter geäußert: Wer hat das Recht, mir das Kind zu nehmen? Ihr lasst es ja verhungern. Mein Kind war total abgemagert und blass. Dr. Deussen verließ, wie mir es schien, erschüttert den Raum. Die Ordensschwester sagte zu mir, ich müsse schnell handeln und alles versuchen, dass ich das Kind wiederbekomme, ehe es zu spät sei. Den Namen der Schwester weiß ich nicht mehr. Sie hat sonst nichts gesprochen. Sie kam still und ging ebenso wieder. Die Geheimniskrämerei hat mir zu denken gegeben. Ich habe gedacht, dass mein Kind langsam aber sicher weggeschafft wird. Ich habe später auch zu Dr. Deussen gesagt, dass ich nicht will, dass mein Kind ein Versuchskaninchen ist. Ich habe die Ordensschwester, die meine Tochter in das Zimmer gebracht hatte, auch gefragt, was mit dem Kind gemacht werde. Sie hat gesagt, dass sie es nicht wüsste und dass das Kind von der Station jeweils abgeholt und später wiedergebracht werde.
Ich war nach Weggang von Dr. Deussen und der Ordensschwester etwa eine Stunde mit meiner Tochter allein im Zimmer. Anschließend wurde das Kind von der Ordensschwester wieder geholt und uns nahm Dr. Deussen mit nach oben in sein Untersuchungszimmer. In dem Zimmer stand ein Schreibtisch. Es war ein großer Raum, der auch ein Podest enthielt und in dem Lampen aufgestellt waren. Als ich reinkam, war niemand im Zimmer. Meine Schwester musste, glaube ich, draußen warten. Dr. Deussen bat mich zwecks Untersuchung zu Forschungszwecken in das Zimmer. Er bat mich, mich auszuziehen, was mich peinlich berührte und genierte. Dr. Deussen beruhigte mich damit, dass es nur zu Forschungszwecken sei und mich und die Bilder niemand zu sehen bekäme. Inzwischen war ein Mann im weißen Kittel hereingekommen, der die Lampen zurechtrückte und bediente, während ich mich mit freiem Oberkörper vor eine Kamera auf das Podest stellen musste. Zu diesem Zeitpunkt kamen zwei Herren im weißen Kittel herein, von denen ich glaube und damals glaubte, dass es Ärzte waren. Sie sprachen mit Dr. Deussen, wie ich meine, über mich. Diese Ärzte begutachteten mich und sagten zu Dr. Deussen in etwa: gut, gut, prima. Ich hatte den Eindruck, dass sie mit dem, was Dr. Deussen mit mir tat, zufrieden waren. Ich glaube, dass mich Dr. Deussen vorher diesen Herren vorgestellt hatte. Einer der Herren war in Dr. Deussens Alter und war auch etwa in seiner Größe. Dr. Deussen war groß und schlank und damals meiner Schätzung nach Mitte 30. Einer der beiden Herren, die gekommen waren, war älter und kleiner. An Namen kann ich mich nicht mehr erinnern. Es kann sein, dass mir die Herren mit Namen vorgestellt worden sind. Ich war sehr nervös und wütend, dass ich mich in der Situation befand, die mich sehr geniert hat. Ich wollte jedoch alles tun, um mein Kind wiederzuerhalten. Nachdem ich fotografiert worden war, vereinbarte ich mit Dr. Deussen noch den nächsten Besuch bei meiner Tochter. Dr. Deussen wies darauf hin, dass wir im Hotel gegenüber umsonst essen könnten. Es sei alles geregelt. Die Fahrtkosten nach Heidelberg wurden meiner Schwester und mir auch ausbezahlt. Dr. Deussen erklärte mir auch, dass meine Tochter nicht hier in Heidelberg bleibe, sondern wieder nach Eichberg kommt. Daraufhin flehte ich ihn an, mein Kind nicht mehr nach dem Eichberg zu geben. Er sagte, dass er mich verstehen könne und dass er versuchen wolle, was er tun könne, um mir zu helfen. Am 13. November 1944 schrieb Deussen an Schmidt: sehr geehrter Herr Kollege, ich hoffe im Laufe dieser Woche eventuell aber erst nächste nochmals nach dem Eichberg kommen zu können. Am liebsten käme ich Samstag, Sonntag, aber man kann heute ja nicht disponieren. Ich bringe drei Kinder mit, mitnehmen kann ich wegen der Transportschwierigkeiten keine. Wir müssen Kinder hier aus der Gegend nehmen, aber vielleicht ändert sich die Kriegslage bald zum Besseren. Wegen der schwierigen Transporte haben wir auch zwei von Ihnen übernommene Kinder nach Hause entlassen. Es sind dies Erich H. und Renate B. An dem zusammenfassenden Bericht arbeite ich noch. Ich sende Ihnen einen Durchschlag zusammen mit Ihrem Krankenblatt, sobald ich fertig bin. Wenn ich komme, bitte ich alle Gehirne mir zum Transport bereitstellen zu lassen. Mit den besten Grüßen und Heil Hitler, Ihr ergebener J. Deussen. Am 10. November 1944 hatte Deussen beim Städtischen Gesundheitsamt Stuttgart wegen Aktenmaterial Sittentafeln über die Familie B. angefragt, um etwas über deren erbliche Belastung zu erfahren. Bofinger, Leiter der Abteilung Erb- und Rassenpflege des Gesundheitsamts, antwortete am 4. Dezember 1944: Unterlagen durch Feindeinwirkung vernichtet. Die Abholung ihres Kindes im November 1944 berichtete Frau B. im Jahr 1984 verlief reibungslos. Die Schwestern schienen ihr bereits vorbereitet gewesen zu sein und auch froh, dass sie ihr das Kind übergeben durften. Sie durfte wieder nur in das Besuchszimmer. Sie hatte für Renate neue Kleider mitgebracht, die auf der Station angezogen worden sind. Ihr wurde Renate ins Besuchszimmer gebracht. Sie konnte nicht mehr laufen. Sie wickelte sie in eine Decke und trug sie auf den Armen aus der Klinik. Sie habe ihre Tochter zu Hause langsam wieder aufpäppeln müssen. Nach ein paar Wochen konnte sie wieder laufen und freudige Reaktionen zeigen.
Wegen der schwierigen Transporte und dank seiner couragierten Mutter konnte das Stuttgarter Kind Renate B. von Renate B.'s jüngerer Schwester, mit der ich im Oktober 2015 telefonisch Verbindung aufgenommen hatte, erfuhr ich, dass der Arzt im Stuttgarter Gesundheitsamt, der Renate B. am 10. August 1944 in die Kinderfachabteilung Eichberg einwies, die Mutter in gemeinster Weise getäuscht hatte mit den Worten: "Wir untersuchen, vielleicht können wir heilen." Der Täter muss Ohrfinger, der Leiter der Abteilung Erb- und Rassenpflege, gewesen sein. Wie ich 2015 erfuhr, lebt Renate B. seit 1949 bis heute in der Anstalt der Diakonie Stetten e.V. in Kernen im Remstal. Ich besuchte sie dort zusammen mit ihrer Schwester, deren Ehemann und meiner Ehefrau am 25. Oktober 2015. Renate B. saß in ihrem Rollstuhl und freute sich über Sahnetorte und Schokoladestückchen. Ihre Schwester berichtete, dass die Mutter, die 2007 starb, immer mit Stolz darüber gesprochen habe, dass sie es geschafft hatte, Renate damals von Heidelberg nach Hause mitzunehmen. Der Psychiater Deussen, Jahrgang 1906, war nach dem Dritten Reich ab 1945 als praktischer Arzt in der Nähe von Heidelberg tätig. 1955 wurde er Regierungsmedizinalrat in Donauwörth. Ab 1956 war er Oberststabsarzt und Standortarzt bei der Bundeswehr in Bremen. Und ab 1960 Begutachter von Wehrdienstverweigerern in Köln. Deussen starb 1974. Zu diesem Geschehen möchte ich noch Folgendes anmerken. Ich bin der Meinung, dass sich die Stuttgarter Stadtverwaltung bei Renate B.'s Angehörigen für das begangene Unrecht entschuldigen sollte. Dies ist bisher nicht erfolgt. Es wäre noch Zeit dazu. Vielen Dank.